Hallöchen zusammen. Ja, heute geht es mal um Deos. Und zwar habe ich 3 Stück mal wieder am Wickel gehabt. Und von denen möchte ich euch berichten. Davon sind meines Erachtens 2 Flops und 1 ist top. Fangen wir mit den Flops an. Und zwar habe ich hier von Adidas for Women Action Dry Control. Da waren sogar 50 ml gratis drin. Ja, es soll 24 Stunden trocken halten. Das ist schön, dass es das soll. Wie sage ich's? Ob ich das benutze? Oder in China fällt ein Sack Reis um. Das ist ungefähr genauso wirkungsvoll auf die Verhinderung von Schweißgeruch, würde ich jetzt mal sagen. Es wirkt nicht. Es wirkt bei mir überhaupt nicht. Im absoluten Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch überhaupt erst nach Schweiß stinke. Seltsam. Nein, Fakt ist einfach, dass es bei mir nicht wirkt. Also ich benutze es und habe 3 Stunden später wirklich das Gefühl, ich hätte mein Deo vergessen. Ich hätte es einfach vergessen zu benutzen. Es ist wirklich so, dass es null den Schweißgeruch verhindert und das Schwitzen auch nicht minimiert. Es funktioniert bei mir nicht. Gar nicht, Nichivo, null. Und ich bin nun keiner, der extrem schwitzt und das extrem braucht jetzt, sag ich mal. Also ich habe nicht das Problem, dass ich jetzt extrem üblen Schweißgeruch hätte. Aber das ist jetzt halt leider gar nichts. Da kann auch 50 Milliliter frei mit drin sein. Ich habe ja eigentlich 50%, keine Ahnung. Also 50 Milliliter mehr drin von nicht wirkungsvoll bringt mir null. Also das Zeug hat für mich keinen Sinn und ich habe es wirklich gut benutzt. Also wenn ich jetzt so, ich möchte sagen, also bis dahin ist es bestimmt leer. Also das ist der letzte Rest, der noch drin ist. Ich habe es wirklich lange benutzt und probiert, aber es funktioniert nicht. Tja, schade. Dann der nächste, der bei mir nicht wirklich funktioniert, ist von Yves Rocher Bio. Dieses Bio-Deo-Roller-Zeug. Er riecht nett, er riecht gut, kann man nicht anders sagen. Wenn man jetzt so direkt dran riecht, riecht es nicht toll. Wenn man ihn unter den Armen benutzt, er riecht schon frisch, er ist angenehm, da bin ich zufrieden gewesen. Aber er wirkt nicht. Keine Wirkung. Null. Nix. Nichivo. Hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe schon gedacht, Conny, was ist mit deinem Körper los? Kannst du kein Deo mehr benutzen? Funktioniert hier gar nichts mehr. Ich meine, gleich 2, die du benutzt, die nicht funktionieren, wo du das Gefühl hast, du riechst nach Schweiß nach kurzer Zeit. Ich dachte schon, meine Hormone wären hinüber. Irgendwas vielleicht fehlgelaufen, keine Ahnung. Ja, nee, stimmt nicht. Denn das hier funktioniert. Das hier ist Dusch das Schauerfeeling. Soll 24 Stunden wirken. Gut, 24 Stunden schafft es nicht ganz. Aber es funktioniert. Kein Problem mehr. Nichts. Nichts Negatives festgestellt. Es riecht frisch. Es hat was von frisch gewaschener Wäsche. Es hat wirklich so ein bisschen so... Ich habe so einen grünen Duft. Das liegt jetzt nicht daran, weil der Deckel grün ist, sondern ich habe so das Gefühl, als wenn da so eine Frische drin ist. So, wie soll ich das sagen? Limette ist es nicht. Es riecht so... irgendwie waldig, so wie so ein frischer Windhauch im Wald oder so. Oder auf einer Wiese, auf so einer, ich weiß nicht, so ein kühler Sommerwind. Kühl und Sommerwind schließt sich eigentlich aus, aber am frühen Abend so eine leichte Brise, so irgendwie riecht das. Und ein bisschen wie frisch gewaschene Wäsche. Also den Duft mag ich. Ich mag das Deo, es funktioniert. Nichts mehr mit Schweißgeruch gemerkt, gar nichts. Aber diese 2, die funktionieren nicht. Ich werde den Deo-Roller vielleicht noch aufbrauchen, auch wenn er nicht so wirklich wirkt. Vielleicht für zu Hause, für den Abend. Wobei, wozu? Auch das hier, wozu? Es ist jetzt auch nicht mehr viel drin. Seht es als gemordet, es fliegt in Müll. Ich brauche es nicht mehr. Es ist Quatsch. Es ist auch nicht mehr so viel drin. Ich habe es wirklich lange benutzt. Ich meine, ich kann es jetzt noch zu Ende aufbrauchen, aber was nützt es mir, wenn ich danach stinke? Das ist auch Quatsch. Also daher, nicht den Tisch kaputt machen. Ich arme Conny hier, ich mache schon den Tisch kaputt. Also wie gesagt, fliegt in eine Tonne, weg.
das ist zwar nicht komplett leer, aber fast. Und das tue ich mir jetzt auch nicht weiter an. Ich könnte es zwar noch durchhalten, aber wozu, wofür? Das ist Quatsch. Also das fliegt jetzt bei mir in den Müll, weil es halt, wie gesagt, scheiße ist. Für mich zumindest. Vielleicht wirkt es bei euch besser. Vielleicht bin ich nicht kompatibel zu den beiden. Ich weiß es nicht. Würde mich interessieren, habt ihr mit dem zwei, mit dem Adidas und dem Yves Rocher Zeug, habt ihr da bessere Erfahrungen gemacht? Würde mich wirklich interessieren. Und wie findet ihr das Duschdass? Also das finde ich im Vergleich zu den anderen also mega top. Insgesamt finde ich es okay, ausreichend für mich. Und ich mag den Duft irgendwie, dieses frische Wäschegefühl. Ich denk immer an Sonntagmorgens frisch gemachtes Bett. Man legt sich rein nochmal so, ach, schön. Hat was Schönes. Ja, wie gesagt, das mag ich. Schreibt mir mal eure Erfahrungen mit den Deos. Würde mich interessieren. Und ich würde sagen, ne, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!